Freunde der Adressen, ich habe ja bereits letzte Woche ein Video zu Simex gemacht. Yo, Freunde der Adressen, Digga, random AF. Denn seine Adresse wurde geleakt. Nun hat sich Simex und seine Freundin gedacht, dass sie ebenfalls ein Statement dazu hochladen und das ist halt wirklich absolut grausam geworden. Aber geile Thumbnail. Jetzt finde ich deine Freundin auch ganz hübsch, muss ich sagen. Am Anfang möchte ich erstmal klarstellen, dass so Dinge wie Leaken, Mord, Drohungen oder grundsätzlich Beleidigungen natürlich gar nicht klar gehen. Da brauchen wir halt wirklich gar nicht drüber diskutieren. Simex hat sich allerdings abgesehen von den drei Punkten die ganze Zeit selbst widersprochen. Allerdings reden sie davon abgesehen nicht gerade so intelligentes Zeug. Das zeigt... Ja, da war sehr viel BS dabei. ...sich zum Beispiel schon bei solchen Aussagen hier. Mein Vater hat diese Videos gesehen und hat gesagt, er schämt sich für diese Gesellschaft in Grund und Boden. Okay. Er schämt sich. Ja. Der Vater war bestimmt sichtlich enttäuscht von unserer Gesellschaft. Vor allem, nachdem er solche Szenen hier gesehen hat. Ja, man muss ihm aber jetzt auch nicht die ganze Zeit dieses Kackerwerfen vorhalten, ne? Ich glaube, die Sache ist jetzt endlich mal rum, Alter. Ja, der Junge hat mir Scheiße geworfen. So what? Ich hab getroffen. Ja! Mir hat gerade einfach ein Abonnent auf Instagram geschrieben, dass er Coronavirus hat und dass einer seiner letzten Wünsche wäre, mit mir zu zocken. Er hat die Audios gelöscht, ohne dass ich die vorher abgespeichert habe. Gut, danach beneidigt er mich als du Schwuchtel. Haha. Ein enttäuschter erwachsener Mann. Denn so ein Verhalten erwartet man von einem erwachsenen Influencer eigentlich nicht. Aber wenigstens sind sie sehr selbstreflektiert. Okay, Simi ist nicht der Nur weil du kein Beef willst. Digga, wenn ich möchte, sage ich jetzt drei Sachen und Simex und mein Beef spiked wieder nach oben, Digga. Und ich mache damit wieder 340.000 Aufrufe pro Video. Habe ich darauf Bock? Nee, Digga, habe ich nicht. Habe ich das nötig? Nee, Digga, habe ich auch nicht. Schaue ich mir das einfach an, weil so unterhaltend ist. Ja, Digga. Beliebteste. Okay, ich bin auch nicht die Beliebteste. Okay, vielleicht gefällt euch unser Content nicht. Vielleicht feiert ihr Fortnite nicht, so was wir vorher gemacht haben. Natürlich sind das alles keine Gründe, um jemanden zu liegen oder zu beleidigen. Aber ja, ihr habt es erfasst. Simex ist so unbeliebt, weil die Leute Fortnite nicht mögen. Nein, das ist halt das Ding. Die Leute hassen halt Simex und mögen ihn halt nicht, weil er halt die ganze Zeit Scheiße gebaut hat. Und extremen Müll-Content gemacht hat. So, deshalb mögen ihn die Leute nicht. Deswegen sind iCrimex und StandardSkill auch die meistgehasstesten YouTuber auf dieser Plattform. Ja, also nur iCrimex eigentlich. Weil die Leute Fortnite nicht mögen. Ihr kapiert es auf jeden Fall, warum Simex nicht gemocht wird. Aber auch an anderen Stellen zeigt er, dass er wirklich... Ja, dann nehme ich ihn nicht in Schutz. Ich nehme ihn nur in Schutz, weil ich halt... deshalb mögen dich so viele auch nicht. Ja, true. Ich denke mir halt nur... ich nehme ihn halt nur da in Schutz, wo es halt notwendig ist. Und zwar um seine... Adresse und seine Privatsphäre. Sein Content und seinen Müll kann man noch weiter kritisieren. Sehr reflektiert ist. Aber muss ich dann damit rechnen, dass meine Adresse geleakt wird? Ja, eigentlich musst du schon damit rechnen. Ich will hier gar nichts rechtfertigen, aber Aktion gleich Reaktion. Ja, du machst kontroverse Videos, haufenweise, die ganze Zeit provozierst du. Es ist doch klar, dass die Leute dann immer kritischer und auch wütender sind. Klar ist das nicht normal, aber es ist das Internet. Was erwartest du, true, aber das relativiert ja trotzdem die Tat nicht. Dass es halt abgefuckt und scheiße ist, kann man ja trotzdem noch sagen, oder? Das ist ja trotzdem, es ist trotzdem noch Muck, dass die Scheiße offen so öffentlich gemacht worden ist, oder? Erwartest du? Natürlich schaukeln sich solche Dinge immer weiter hoch. Diese ganzen nervigen 12-jährigen Fanboys, die dann einfach beleidigen. Ja, ja. Im Internet beleidigt werden? Ich glaube, das ist tatsächlich noch nie irgendjemandem passiert. Digga, das habe ich auch gesagt, wie oft ich selber schon als Hurensohn benannt worden bin, Digga. Junge. Ich schwöre, so oft, wie man mich Hurensohn oder sonst was genannt hat, Digga, meine Mom, die müsste wirklich die größte Kachi im ganzen Planeten sein. Das Internet ist ja dafür bekannt, sehr zuvorkommen und nett zu sein. You stole my kill, stupid bitch. Ich glaube halt auch wirklich, dass Simex das Ganze generell nicht so wirklich versteht. Wart ihr schon mal in der Lage, dass ihr gefühlt von ganz Deutschland gehatet wurdet? Nee, Mann. Das kenne ich ganz und gar nicht, Digga. Ja, wahrscheinlich wurden das die meisten nicht. Aber weißt du auch warum? Weil wir hier nicht haufenweise komische Aktionen bringen. Du müsstest doch langsam wissen, dass du mit dieser Art immer unbeliebter bei den Leuten wirst. Du bist also absichtlich provokant und möchtest damit ja auch quasi kritische Hate-Kommentare bekommen. Stellst dich dann aber in die Opferrolle, wenn du tatsächlich kritische Hate-Kommentare aufgrund deines provokanten Verhaltens bekommst. Ja gut, ich wollte gehatet werden. Aber wer hätte damit gerechnet? Dass ich gehatet werde. Jetzt mal an die YouTuber, die jetzt hier drauf auch reagieren. Ihr seid der Grund dafür, wieso unsere Adresse so publik wurde. Jetzt auch wieder anderen YouTubern die Schuld geben, ist meiner Meinung nach etwas zu kurz gedacht. Im ersten Schritt
Hat er ja damit recht, weil Leute, die er öffentlich gezeigt haben, true. Ja, Trimax hat in dem Stream das Airbnb gezeigt. Er hatte sich dafür in einer weiteren Reaction auch bereits entschuldigt und ich denke, als Wiedergutmachung wird er mit mir auch sicherlich einen Kaffee und Kuchen drehen. Das Ding ist aber, die Sache war sowieso schon durch. Ob ein Trimax da noch drauf reagiert hat oder nicht, ich meine mal ernsthaft, das hat an der Situation wirklich überhaupt nichts mehr geändert. Das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, jede Reaction facht das Feuer weiter an. Und ich glaube auch, dass, ja, ich habe die Cam nicht umgeschaltet, Shut the fuck up. Dass das tatsächlich, glaube ich, nochmal das ganze Ding, weil wenn der größte Streamer Deutschlands, Trimax, das ist ganz wichtig, der größte Streamer Deutschlands ist Trimax, nicht Monte, klar, darauf reagiert, dann gießt auch nochmal ein bisschen mehr Öl ins Feuer. Das auf jeden Fall. Es gab TikTok-Videos mit Millionen Reichweite. Auch wieder wahr, okay. Auf YouTube haben hunderte kleinere YouTuber Videos dazu gemacht. Und selbst auf Instagram sind einige Videos mega viral gegangen. Laut Trimax war der Chat von ihm komplett mit diesem Link voll. Und das konnte man gar nicht mehr hinterher moderieren. Selbst ich habe ja 5, 6, 700 Nachrichten nur mit diesem Airbnb bekommen. Ja, weil same, das halt faktisch gesehen schon jeder wusste. Hm. Auch ohne, dass irgendein... Aber das dann noch zu teilen ist schwierig. Also ich hab's... Ich habe bewusst diesen Link halt nicht öffentlich gezeigt, so, weil ich halt wusste, dass das halt kein gutes Ende nimmt, so, ne? YouTuber nochmal darüber berichtet hätte, wäre die Sache so oder so durch gewesen. Dass Trimax damit dem Ganzen natürlich noch eine etwas größere Reichweite gegeben hat, ist natürlich ganz klar. Das Verhalten war falsch und er hat sich dafür ja auch entschuldigt. Genau, jetzt aber einfach Leuten wie Trimax oder so die Schuld... Die alleinige Schuld daran zu geben? Nein, überhaupt nicht, Digga. Die alleinige Schuld trägt eigentlich an dieser ganzen Situation, das habe ich ja auch schon mal gesagt, Z-Max mit seinen Aktionen halt, ne? Wie gesagt, gerechtfertigt ist das alles nicht. Aber Max jetzt da nur die alleinige Schuld zu geben, ist halt falsch, das stimmt schon, ja. Schuld für diese Sache zu geben, ist halt einfach komplett falsch. Drachenlord ist schuld, okay, wo kommt das jetzt her? Falsch, weil ganz viele kleinere Leute einfach damit so viel Reichweite bekommen haben, dass du nicht Trimax dafür die Schuld geben kannst, dass dein Airbnb geleakt worden ist. Wieso wir... Am ehesten würde ich halt die Schuld den Leuten in die Schuhe schieben, die halt einfach dedizierte Videos darüber gemacht haben, um selber Reichweite zu geiern. Nachts schlecht einschlafen und Angst haben müssen, dass irgendwelche Psychopathen kommen und wirklich uns abstechen. Das ist halt ebenfalls wieder eine richtig dämliche Aussage. Ihr müsst jetzt nicht mehr Angst haben als davor. Nehmen wir mal an, jemand möchte euch wirklich töten, was ich nicht hoffe, weil sonst kann ich mit dir keine Klicks mehr machen. Dann wird er das Ganze so oder so machen, ob er deine genaue Adresse kennt oder nicht. Ja, weiß ich jetzt nicht, Digga. Also das würde ich jetzt einfach mal so in Frage stellen. Ich glaube, es geht da, Tim, da muss ich dir jetzt widersprechen. Jetzt übertreibst du ein bisschen, Bro. Ich muss sagen, ich glaube, es geht da um das persönliche Gefühl. Er wird wahrscheinlich nicht ernsthaft Angst darum haben, dass er abgestochen wird, aber das Gefühl zu wissen, dass seine Adresse öffentlich ist, während man so viel Hate bekommt, ist, glaube ich, kein geiles so. Ich meine, dass jetzt jemand dahin fliegt und ihn absticht, wird nicht passieren, doch. Man weiß genau, in welcher Stadt du wohnst. Du hast in einigen Videos schon in der Nähe deines Hauses gefilmt und alleine diese Informationen würden ausreichen, um dich relativ schnell zu finden. Ja, würden ausreichen, aber eine dedizierte Adresse öffentlich zu haben, ist trotzdem nicht so nice. Ob die Person jetzt die Adresse hat oder nicht, spielt da keine so große Rolle, außer dass es der Person das Ganze einfacher machen würde. Das war's aber auch schon. Angst haben müsstest du also so oder so. Aber eigentlich brauchst du auch gar keine Angst haben, weil in dem Video hast du ja mal Folgendes gesagt. Totenkopf, so mäßig, ich habe keine Angst vorm Tod. Ach, Digga, Tim, komm, Bro. Guck, du hast doch gar keine Angst vor dem Tod. Also, da ist wieder sehr, 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 sehr viel Satire hier Unterton drin. Was interessiert dich das denn eigentlich? Aber wenn tatsächlich mal irgendwas passiert, dann möchte ich dir nochmal zwei Ratschläge von einer sehr gebildeten Person mitgeben. Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie... Bro, jetzt mimt er es aber tot, Alter. Jetzt mimt er aber nur noch rum, Tim. Beginnen wir zu was leben. Ist da es los? Kommt nicht darauf Kuchen. An, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben zu geben. Jetzt mimt er es aber komplett. Lustig auch, by the way, dass er in dem einen Video gesagt hat, dass fett und mega lull. Er keine Angst vor dem Tod hat. Das war nämlich sein Tattoo-Video. Ein Video vorher hatte er komischerweise noch Folgendes gesagt. Was ist jetzt, wenn ich sterbe und so? Das ist voll, Alter. Ich hatte wirklich einfach nur Angst. Ich hatte Todesschiss. Top 10 Leute, die keine Angst haben. Aber Junge. Kümmern wir uns mal weiter um Statement. Als YouTuber musst du aufpassen, was...
Warum schaust du KuchenTVs Videos, wenn du Siemens die ganze Zeit in Schutz nimmst? Checkt das hier keiner. Ich nehme Siemens nicht in Schutz. Ich sage nur, dass ich mich in die Situation versetzen kann, dass es extrem sucky ist, Digga, wenn deine Adresse öffentlich ist und ganz Deutschland dir Shit gibt. Hat der den Shit verdient? Obviously ja. Hat er das selber zu verantworten? Obviously ja. Nehme ich ihn in Schutz? Obviously nein, Digga. Warum sollte ich Siemens in Schutz nehmen, Digga? Ich sage halt nur, dass ich nachvollziehen kann, was bei ihm abgeht, dass das scheiße ist für ihn, Digga, weil ich halt selber die Geschichte im UFO und sowas durchgemacht habe und weiß, wie absolut beschissen das ist, Digga, wenn man halt Leute da vor der Tür hat und sowas, und ich habe dafür keinen Shit bekommen, das waren Fans, Digga, das ist was anderes. Ich bin halt ein bisschen sachlicher an die Geschichte rangegangen, Digga, aber ich nehme doch nicht Siemens in Schutz, Digga, ich nehme doch nicht Siemens in Schutz, ich sage doch nur, dass es absolut beschissen ist, Digga, dass deine Adresse geleakt worden ist, mehr sage ich doch nicht, ich nehme ihn doch nicht in Schutz. Siemens kann mir den Arsch lecken, Digga, wirklich, es ist mir total scheißegal, ich nehme ihn doch nicht in Schutz. Hast du Angst vor ihm? Warum sollte ich Angst vor Siemens haben, Digga? Warum? Der wohnt in Barcelona. Seine Haare sind Spaghettis. Warum habe ich Angst? Digga, ich habe doch nicht Angst vor Siemens. Digga. Was du sagst so? Hat Siemens? Ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Sagt, dass man aufpassen muss, was man sagt. Können wir bitte diese Anfangsszene noch mal einspielen? Ja, es ist sehr widersprechend. Da hast du recht, Bro. Ja! Mir hat gerade einfach ein Abonnent auf Instagram geschrieben, dass er Coronavirus hat und dass einer seiner letzten Wünsche wäre, mit mir zu... Ja, das ist das Ding so. Get over it, Mann. Der Typ hat durchgehend Scheiße gelabert und durchgehend Müll erzählt und so weiter und so fort. Und der ist halt ein fucking Meme, Alter. Der redet den ganzen Tag nur Scheiße, weil er dumm wie ein Stück Scheiße ist, weil er dumm wie ein Brot ist, so. Aber fucking get over it, so. Irgendwann ist doch mal gut, so. Wisst ihr, was ich meine, so? Man muss sich doch jetzt nicht immer daran aufhängen, dass er mit Kacki geworfen hat und, Digga, da dieses Corona-Video gemacht hat, so. Scheiß doch drauf, so. Der hat die Audios gelöscht und... Es gibt halt gerade keinen anderen, der so gehasst wird. Ich sag's euch, gäb's jetzt einen anderen YouTuber, der genauso viel Shit erhalten würde wie Siemens, dann würde wahrscheinlich der extrem gehasst werden und das Thema Siemens wäre so wieder weg. So, weil ich die vorher abgespeichert hab. Ey, Siemens hat mich auch Hurensohn und alles genannt. Bla, 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 bla. Kann ich damit leben? Ja, weil ich weiß, dass er dumm wie sonst was ist. Weil ich weiß, dass der halt einfach nicht... Da ist irgendwo... Wisst ihr, was ich meine, so? Ich hab damit überhaupt kein Problem. Ich häng mich daran auch nicht auf. Gut, danach beneidigt er mich, als du schwupp. Haha. Ja, alles wird so auf Goldwaage gelegt, so, ich check's nicht. Ah ja, Siemens und seine Freundin leben das auch einfach, was sie da behaupten. Andere fronten sie dafür, aber sie selber halten sich halt auch nicht dran. Aber sie sagen jetzt sogar noch was zu dieser Kacke-Werfen-Aktion, und zwar so gesehen, folgendes. Dankeschön. Aber wenn wir ein Stück Kacke werfen und es lustig finden, dann... Aber warte, dazu wollte ich noch... Das ist absolut was Schlimmes. Das ist absolut was Schlimmes, wenn ihr mit Kacke werft. Das ist doch schon erstmal zehnmal gesagt worden. Weird, dass ihr sowas lustig findet. Also ich finde Kacke werfen extrem unlustig, Digga. Ich find's einfach nur geil. Aber ja, es ist ja... Mich macht's einfach geil. Eigentlich wirklich überhaupt nicht schlimm, oder? Also mal abgesehen davon, dass es ja einfach mega ekelhaft ist, mit so einem Kackebeutel rumzuwerfen, finde ich... Es heißt Kackebeutel. ...das Ganze schon relativ schlimm. Stell dir mal vor, die Tüte wäre beim Aufprall gegen den Bus zerplatzt oder aufgegangen und dieser ganze Kot hätte sich an der Scheibe gesammelt. Oder die Tüte wäre auf dem Boden zerplatzt und irgendwer hätte das wegmachen müssen. Oder irgendein Auto wäre drüber gefahren und hätte das Ganze verteilt. Finde ich jetzt ehrlich gesagt schon relativ schlimm. Aber gut, du bist ja nicht derjenige, der es wegmachen muss, ne? Kann dir ja auch egal sein. Es gibt etliche Möglichkeiten, was damit Widerliches passieren kann, weil ihr das halt dumm auf die Straße geworfen habt. Anstatt sich für so eine ekelhafte Aktion jetzt wenigstens zu entschuldigen, versuchen sie das in dem Video sogar noch runterzuspielen. Das ist dumm, das stimmt, aber hat er sich nicht mal in irgendeinem Video dazu entschuldigt, Digga? Hat er sich nicht in irgendeinem Video dazu richtig so aufrichtig entschuldigt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe so viel von diesem Müll-Content gesehen. Nein. Okay. Dann wäre jetzt mal der Zeitpunkt zu sagen, ist es dumm, dass ich mit Scheiße geworfen habe. Also, maybe hat er es auch gemacht und der Chat sagt gerade und ich habe keinen Überblick mehr. Sie haben halt wirklich Hoffi, nicht 1% Einsicht. Boah, ich weiß gar nicht, das warum Siemens so krass gehatet wird. Das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen, wie das kommt. Aber ich will gar nicht wissen, wie viele von euch privat irgendwelche räudigen Sachen gemacht haben. Ja, wir haben es aber nicht gefilmt und ins Internet gestellt. Ja. Und das kam halt nicht an die Öffentlichkeit. Digga, du beantwortest deine Aussage eigentlich schon direkt selber. Privat kann man im Grunde erstmal machen, was man möchte. Ja, weiß ich jetzt nicht. Weil es natürlich niemand mitbekommt, aber... Das ist auch keine Rechtfertigung zu sagen, ich kann privat machen, was ich möchte, nur weil es keiner mitbekommt, Digga. Wenn ich, er hat es einmal in einem Video kurz angesprochen, okay. Also, wenn ich jetzt privat die ganze Zeit mit Scheiße werfe, Digga, und wenn ich privat der Kackerwerfer von Köln bin, Alter, oder das Kacki-Katapult aus Köln bin, Digga,
Digga, dann ist das auch nicht cool. Dann sollte ich das auch nicht machen, nur weil es keiner mitbekommt, weil ich eine Maske anhabe, Digga. Dann ist das auch nicht cool, Tim. Das ist jetzt an der Stelle erstmal, das muss man an der Stelle erstmal sagen. Aber sobald du irgendwas auf YouTube hochlädst, hast du halt einfach eine Vorbildsfunktion. Ja, true. Stimme ich zu. Stimme ich absolut zu. Und Fakt ist, dass du halt einen Kackebeutel bei deinen 650.000 Abonnenten einfach gegen einen Bus geworfen hast. Frage, bis wie viel Abonnenten ist es denn okay, einen Kackebeutel zu werfen? Bis wie viel Abonnenten darf man denn machen, was man will? Chat beantwortet's mir. Bis wie viel Abonnenten? Bis 10k. Okay, also 10k Narrenfreiheit. Got you. Angenommen, ich mache mir jetzt einen neuen Account. Ja, ich mache mir jetzt einen neuen Account und der hat noch keine 10.000 Abonnenten und ich mache auf diesem Account nur Scheiße. Dann bin ich doch safe, oder Chat? Dann bin ich doch safe. Oh, mega fucking lol. Was du auch noch lustig findest, deine jungen Fortnite-Zuschauer gucken sich so ein Verhalten eventuell ab, weil... Ja, Ja, wobei, so ein 10-Jähriger könnte schon in den Beutel scheißen und damit rumwerfen. Ja, ich habe gerade so gedacht, als ob irgendjemand einen Beutel scheiße nimmt und damit rumschmeißt. Auf der anderen Seite, ganz so abwegig ist es nicht. Ich meine, wir leben in der Pandemie, Digga. Ich glaube, wir leben in der Pandemie und sehr vielen Leuten ist sehr, sehr langweilig. Sie sehen, Alter, mein Vorbild, mein Idol findet sowas witzig. Naja, dann machen wir das halt auch. Und... Ey, wer Sie merkt, das Vorbild hat, ist sowieso schwierig. Das ist halt das Gefährliche daran. Nimmt lieber Montana Free Chocolate. Nimmt lieber Montana Black als Vorbild. Ja, wir haben privat wahrscheinlich schon alle komische Aktionen gebracht. Aber deswegen machen wir das ja auch privat und nicht in Videos. Du hast das Ganze ja auch bis heute online gelassen und dich ja nicht mehr dafür entschuldigt oder sonst irgendwas. Also anscheinend stehst du da ja auch immer noch hinter. KuchenTV, bester Meinungsblogger, den ich je gesehen habe. Ich bin der beste Meinungsblogger, den du je gesehen hast. Der zählt einfach die Fakten auf und sagt, was Sache ist. Ja, und jetzt fickt er dich mit den Fakten. Ist und versucht nicht auf Krampf lustig zu sein, bis auf ein KuchenTV. So, weil der geht immer sachlich an die Sache ran, ohne voreingenommene Meinung. Bis auf den nehme ich eh keine Meinung ernst. Da war er ganz stolz, das war ein Ritterschlag. Du kümmerst dich also um meine Meinung. Dann lösch dich. Oh, Tim, Alter, da steigt einem der Hype aber echt so Kopf gerade. Oder ändere mal zumindest irgendwie dein Verhalten, oder? Okay. Also. So, wir haben das mit dem Vermieter abgeklärt, dass wir einen Hund haben dürfen. Auch wenn es ein Designerhaus ist. Weil wir eine Versicherung für Taro haben, wenn okay. Er Schäden anrichtet. Und dann haben wir uns quasi auch noch Icy geholt. Sie sagen hier also selber, dass es mit der Vermietung abgesprochen war, dass sie einen Hund dort halten dürfen, weil sie eine Versicherung für diesen haben. Dann stelle ich mir allerdings die Frage, warum holt ihr euch bitte einen zweiten Hund, für den ihr anscheinend keine Versicherung habt? Zumindest sagen sie das nicht in dem Video. Ja gut, die haben den Hund ja auch relativ neu erst, ne? Der ist ja auch noch brand new, fresh out of box. So. Dazu sagen sie dann auch noch Folgendes. Wir müssen wegen euch Icy weggeben. Anti-Seed, danke schön. Quasi hätten nicht so viele angerufen. Boah, Digga, da kommen die Follows rein, Schmackofatz, Alter. Hätten wir Dankeschön. Icy behalten dürfen. Wenn in dem Airbnb ein Hund erlaubt gewesen ist und ihr euch dann aber einen zweiten holt, also ich finde nicht, dass ihr dann die Zuschauer dafür verantwortlich machen könnt. Jein. Jein, I guess, oder? Jein? Schwierig? Hätte es einfach nicht filmen sollen? Er ist selber schuld. Bei einer Privatperson wäre es halt niemals aufgefallen. Auf der anderen Seite, es ist auch echt schade um den Hund. Boah, ich bin hin und her gerissen. Beide haben sehr gute Argumente. Ich finde, Monte hat recht. Ich meine, klar, wir müssen gar nicht drüber reden, dass es einfach ultra cringe ist, dass einfach irgendwelche Zuschauer bei der Vermietung angerufen haben. Ey, wenn das einer von euch gemacht hat, dann bitte deabonniert mich, Alter. Das ist ja nur peinlich. Aber trotzdem sagt ihr ja im Video, dass ihr euch nicht an Regeln gehalten habt. Denn es war ja anscheinend nur ein Hund erlaubt. Wenn ihr schon gegen solche Regeln verstößt, dann zeigt doch sowas wenigstens nicht in der Öffentlichkeit, wo es hunderttausende Leute sehen, weil es doch leider klar ist, dass es im Internet irgendwelche Kinder gibt, die dann da wirklich anrufen, um sich irgendwie cool zu fühlen. Oder was auch immer das bringen soll. Tretet dann auf Leute drauf, die komplett auf dem Boden sind und macht das mit der Adresse. Ja, Mann, ihr seid wirklich komplett am Boden gerade. Das sieht man auch bei solchen Aussagen hier. Bis dahin werden wir wieder durch diese Videos so viel verdienen. Das habe ich jetzt auch gesagt. Das ist so unsympathisch, Digga, was er da gemacht hat. Das hat ihm wirklich nicht weitergeholfen, ne? Bis es überhaupt dazu kommt, sage ich euch ganz offen und ehrlich, ich tue dieses Geld sowas von einfach denen schenken. Oh Mann, ich bin komplett am Boden. Aber ich bin auch so reich, dass es mir kackegal ist, ob ich der Vermietung das Geld jetzt schenke oder nicht. Ja, Digga, also am Boden sein heißt ja nicht, dass man kein Geld hat. Am Boden sein, guck mal, zum Beispiel, wer ist reich und am Boden?
Ich bin reich und bin nicht am Boden, würde ich sagen, ne? So, mir geht's gut. Aber wer ist reich und am Boden? Monte? Warum ist Monte reich und am Boden? Warum ist denn Monte reich und am Boden, Chat? Prinz Markus. Prinz Markus ist ein gutes Beispiel. Prinz Markus ist sehr, sehr gut. Prinz Markus hat eine Menge Kohle, ist aber komplett broke, was sein Image angeht. Und da kommt er nicht mehr weg. So. Kevin Teller auch. Aber Prinz Markus ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Genauso wie Simon Desio. Der wird wahrscheinlich immer Probleme und Struggle haben, irgendwann wieder akzeptiert zu werden. Wo ist denn eigentlich mein Porsche hin? Er flext halt in seinen Videos dauernd damit, wie viel Geld er hat, was für geile Dinge er sich leisten kann und was für ein heftiges Leben er hat. Ja, Mann, dir geht es wirklich mega schlimm. Du bist... Ja, Bro, aber Kuchen, du weißt auch, Tim. Ja, weißt du wahrscheinlich nicht, weil du noch nie Geld in deinem Leben gehabt hast. No front natürlich, klar. Das ist natürlich auch nicht ernst gemeint. Aber Geld alleine macht ja nicht glücklich. Geld alleine macht ja nicht glücklich, wa? Schaut euch Unge an. Unge ist extrem reich, aber in seinem Kopf ist Unge extrem durch. Der Arme. Du bist komplett am Boden. Gibt es in Zeiten von Corona irgendwelche Leute, die es so schwer haben wie du? Ja, da hat er auch wieder recht. Aber das ist auch Whataboutism, Bro. Das ist jetzt Whataboutism. Also das ist jetzt wieder zu sagen, ja, aber was denn mit den anderen Leuten, denen es schlecht geht? Das ist jetzt wieder eine sehr, sehr weirde Argumentationsweise, Tim. Da habe ich das, es ist aber true actually, aber das ist jetzt kontextmäßig weit hergeholt, Digga. Das ist sehr, sehr Whataboutismus. So, das ist so, warum spendest du denn 10 Euro für Straßenhunde und nicht 10 Euro für Straßenkinder? So, wisst ihr, was ich meine? So, das ist so, es muss ja schon noch irgendwie kontextmäßig zusammenpassen. Also ich kenne... Ich get seinen Punkt so, aber... Ja. Wirklich niemanden. Geil ist auch diese Aussage hier. Die Kommentare, die ihr schreibt, die jucken mich nicht. Ich sitz da, lache über euch. Ja, das ist halt ein abgehobenes Verhalten, das habe ich auch schon in meinem Rack gesagt. Das macht euch halt nur unsympathischer, Digga. Das bringt ja auch keinen weiter, diese Aussagen. Dass ihr euch die Mühe macht, diese 2 Minuten aus eurem Leben verschwendet, um einfach ein asozialer Mensch zu sein. Ich lache darüber. Wir genießen unser Leben. Aber... Das ist jetzt wieder widersprüchlich, oder? Aber dann sagt sie im Laufe des Videos auch wieder sowas. So, ich könnte jetzt wieder anfangen zu heulen. Uns ging so schlecht. Wenn ich dieses ganze Geld eintauschen könnte für ein normales Leben, ohne diesen ganzen... Sie hat einfach das Wort Leben ergänzt und dann hat er weitergeredet. Guck mal. Für ein normales Leben, ohne... Und er hat einfach weitergeredet. Was ist das für ein... Hä? Haben die das vorher abgesprochen? Das ist mir gar nicht aufgefallen letztes Mal. Haben die das vorher abgesprochen? Kannte er das Wort Leben nicht? Oder haben die so gesagt, so, yo, sie sagt das? Oder ist es gescriptet? Damn, Bro, scripted reality, what the fuck? Leben. ...tauschen könnte für ein normales... Leben. Normales. Ohne diesen ganzen... Digga, die teilen sich ein Gehirn. Stress ohne... Ist mir gerade so aufgefallen. Diese ganzen nervigen 12-jährigen... Eine Wave. Fanboys, die dann einfach random beleidigen, so, dann würde ich das auch machen. Ja, Mann, ihr lacht wirklich mega darüber. Während ihr wegen diesen Kommentaren weint, es euch mega schlecht geht und C-Max sein gesamtes Geld weggeben würde, damit diese 12-jährigen Kinder ihn nicht mehr haten. Gibt es jemanden, der sein Leben so krass genießt wie ihr zwei? Junge, dieser Zynismus in diesem Video ist auf einem ganz, ganz anderen Level salzig und toxisch, Digga. Aber alleine zu dem Geld weggeben. Du hast doch Folgendes in dem Video gesagt. Provokante Aussagen bringen, um euch noch mehr zu triggern. Aber muss ich dann damit rechnen? Wenn du keine Lust mehr auf Hate hast, wie wäre es denn damit, diese absichtlich provokante Art einfach wegzulassen, damit du keinen Hate mehr auslöst? Wäre das nicht irgendwie ein bisschen einfacher, als dein ganzes Geld wegzugeben? Das habe ich ja auch schon mal erwähnt gehabt. Er war ja auf einem guten Weg. Die Vlogs waren übertrieben langweilig. Aber das waren halt normale Reisevlogs so. Er hat sich richtig Mühe gegeben. Aber ich glaube, dann hat er gemerkt, das zieht nicht mehr so krass. Und jetzt musste er halt nochmal ein Video darüber machen. Hat jetzt wieder den ganzen Hate losgetreten. Wisst ihr, was ich meine? Ich nehme es natürlich gerne. Überhaupt kein Ding. Aber die Frage stelle ich mir schon. Junge, die Dislikes, die jucken mich nicht.
Damit hat sie wenigstens mal wirklich recht. Die Dislikes sind ihr einfach komplett egal. Also, natürlich sind sie ihr egal, es ist ja nicht mal ihr Kanal. Ich verstehe auch nicht, warum sie 90% des Videos redet und er so gut wie gar nicht. Aber die Bewertung ist denen... Ja, das habe ich auch schon gesagt, maybe ist es besser, dass sie talkt. So egal, dass sie bei mehreren Videos die Bewertung ausgestellt haben. Und zwar einmal beim Tattoo-Video, dann einmal beim Auswandern-Video und... Digga, Kuchen ist so sauer und salzig, der drückt... Digga, der drückt bei ausgeschalteter Bewertung trotzdem noch auf mag ich nicht. So sauer ist der, Digga. Tim, du bist so sauer, dass du die Bewertung ist aus und du drückst trotzdem auf mag ich nicht, Junge. Stark. Big um Megalull. Er hasst ihn so sehr. Er hasst ihn so sehr, Alter, dass er da nochmal hinterher drückt. Und einfach nur um zu zeigen, einfach nur für den Screenshot hat er einfach nochmal drauf gedrückt, Junge. Stark, Alter, stark. Oh, Junge. Und noch einmal beim Werk darüber, dass er angeblich fast gestorben ist. Wow, niemanden ist die Bewertung so vollkommen egal wie euch. Wir haben über 20.000 Euro, beziehungsweise er. Wir, also er. Für die Leute, die mich immer mobben, dass ich nur wegen Geld da bin und eh nichts zahle. Wir haben dafür gezahlt. Naja, okay, er hat dafür gezahlt. Ach, Bro. Ach Mann. Das Ding ist, es ist halt wirklich auch einfach, so ein Video zu demontieren. Da ist halt viel dumme Scheiße dabei, ne? Und das hat Tim sich hier gerade zunutze gemacht, so. Er hat sich das wirklich gerade zunutze gemacht. Es ist halt wirklich easy. Es ist halt wirklich easy, das einfach auseinanderzunehmen, so, weil da halt wirklich viel Scheiße drin ist, Alter. Ach man. Ach man. Ja, danke für die 1,6 Millionen Follower auf Twitch. Kuss, Digga. Du bist voller Nutschen. Ja, Digga, bei deiner Mom. Ich feier das, ey. Was soll ich dazu sagen? Das Statement ist wirklich grausam. Wir wollen hier alle raus, Mann. Die hätten das Statement besser strukturieren können. Stellen sich halt richtig ekelhaft in die Opferrolle. Und ja, Dinge wie Beleidigungen oder Adressen liegen, gehen natürlich überhaupt nicht fit. Aber Simex hat in den letzten Jahren alles dafür getan, dass genau sowas irgendwann mal passiert. Du machst dich einfach immer unbeliebter bei den Leuten. Und durch die Anonymität ist das Internet nun mal ein sehr harter Ort. Da kann man leider nichts gegen machen. Anstatt, dass du dich mal vernünftig selbst reflektierst und mal schaust, warum du diesen Hate abbekommst, obwohl du diese provokante Art ja schon selber angesprochen hast, gibst du lieber anderen YouTubern die Schuld und damit ist die Sache für dich auch abgeschlossen. So wirst du nicht weit kommen, Simex. Das ist halt das Ding. Ich glaube, wenn der halt nicht endlich mal anfängt, sich Real Talk komplett zu changen und sowas und halt wirklich mal seinen scheiß Content überdenkt, dann wird das auch nichts, Digga. Dann wird das auch nichts. Wisst ihr, was ich meine? Da kommt dabei nichts rum. Ich meine, du bist momentan wirklich komplett im Gespräch. Jeder redet über dich. Jedes Video kriegt hunderttausende Aufrufe. Bei Social Blade kann man aber trotzdem sehen, dass du halt gar keinen Abozuwachs hast. Du verlierst sogar eher noch Abonnenten. Warte mal, will er jetzt gerade sagen, dass Hype zeitweise nur ist und wenn man extrem gehatet wird, dass das einem gar nicht weiterbringt? Langfristig? Oh mein Gott. Now I do know. I know. Now I know now. Digga, ich hatte gerade einen Brainlag des Todes, Alter. What the fuck ist gerade los? Ich hatte gerade, glaube ich, echt... Ich hatte gerade einen Brainlag des Todes, Alter. Ich hatte gerade... Ich glaube, ich hatte noch nie so ein krasses Brainlag wie gerade. Ich hatte gerade straight up einfach einen Schlaganfall. Ich weiß nicht, wo ich gerade gewesen bin, Digga. What the fuck? Holy shit, was gerade passiert? Oh, Junge. Alter, das ist mir lang nicht mehr passiert. Junge, Junge, Junge. Wie passiert sowas? Digga, kennt ihr das, wenn ihr euch dann auf einmal umguckt und euch fragt, wo bin ich? Das ist halt kein gutes Zeichen, dass wenn jeder über dich redet, dein Kanal einfach komplett stagniert. Ja gut, absolut nicht, aber es redet ja auch jeder in einem negativen Kontext über dich, wa? Beziehungsweise sogar ein bisschen zurückgeht. Ich kann dir in diesem Video auch wieder nur den Tipp geben, wenn du das weiter so machst wie jetzt. Aber er hat ja versucht, das muss man ja auch zugutehalten, er hat ja versucht, Vlogs zu bringen, die vernünftig sind. Oder? Ja doch, hat er ja, 3 Stück. Die fand ich aber langweilig. Dann wird dein Kanal in 2 oder 3 Jahren komplett am Boden sein, weil du bei jedem komplett unten durch bist. Ändere doch einfach dein Verhalten, lass deine provokante Art und ansonsten hol dir irgendeinen Manager, der deine Videos kontrolliert, bevor du sie hochlädst. Das ist no joke eine gute Idee. Einfach sowas oder einfach sowas wie so eine Mutter. Simex braucht einfach eine Mutter, die abcheckt, ob die Sachen, die ihr macht, actually no-go sind oder nicht. Wo ist Simex Mutter, Digga? Wo ist Simex Mom, die sagt, ach, Sohnemann, mach doch nicht so. Damit sowas nicht mehr passiert. Das war's von mir, bis dann, okay, thanks, bye. Junge, das ist, die Videos von KuchenTV nehmen so ein abruptes Ende wie die Karriere von Simex, holy shit. Wobei,
Das war ja auch ein Stück weit absehbar gewesen sein, ne?